Die altehrwürdige Hermann-Giesler-Sporthalle hat ihr Gesicht verändert und der Hallenboden präsentiert sich renoviert und farblich neu gestaltet. Hier beginnt sie also, die aktuelle Saison des BBC, traditionell im orangen Dress, gegen die Mannschaft Science City Jena. Mit einer Wildcard und einer hohen Gesamtinvestition in die Spielstätte, in den Kader und in das Reglement der zweiten Bundesliga Pro A will der BBC in der kommenden Spielzeit als Otto Baskets Magdeburg in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands bestehen. Trainer Polikoniadis ist vorsichtig und wagt es noch nicht, ein Saisonziel auszugeben. Für die Saison haben wir erstmal nichts vorgenommen. Wir haben auf das erste Spiel uns konzentriert. Wir wollen unser Bestes geben und nach 40 Minuten sehen, wo wir liegen. Gegner im ersten Punktspiel der Saison sind die als sehr stark eingeschätzten Jena. Mit einem beispielgebend großen Kader und langer Erfahrung auf höchstem Spielniveau galten sie völlig berechtigt als Favorit. Und dieser Favoritenrolle wurden sie auch gerecht. Die Magdeburger begannen unbekümmert und machten den ersten Korb, mussten dann aber schnell einsehen, dass die Jena mit einem hohen Maß an Routine und Präzision schon am ersten Spieltag einen Maßstab für die zweite Bundesliga setzten. Auch wenn Kevin Wysocki hier einen Freiwurf verwandeln kann, zum Ende des ersten Viertels lagen die Magdeburger mit 21:35 zurück und es drohte ein dreistelliges Ergebnis zu werden. In der weiteren Spielzeit das gleiche Bild. Die Jena, von ihren mitgereisten Fans lautstark unterstützt, bewiesen auf jeder Position ihre besondere Stärke. Sie störten deutlich früher den Magdeburger Spielaufbau, spielten präziser und hatten die Räume und Wege besser im Griff. Und in jedem Fall waren die Thüringer einfach besser im Abschluss. Der Magdeburger Trainer versuchte immer wieder mit neuen Spielzügen ein Gegengewicht aufzubauen, aber es wollte an diesem Spieltag nicht so recht zusammenlaufen. Dabei muss gesagt werden, dass die Otto Baskets ihre Haut so teuer wie möglich verkauften und mit Tempo und Spielwitz versuchten zu retten, was zu retten war. Am Ergebnis lässt sich jedoch nicht herumdeuteln. Die Science City Jena gewinnt ihr Auswärtsspiel gegen die Otto Baskets mit 75:108 und man hat in Magdeburg noch jede Menge Arbeit vor sich.